Voll viel leckere Gewürze. Gewürze haben ja in der gesunden Ernährung einen total hohen Stellenwert, weil jedes Gewürz etwas ganz Besonderes kann. Der Zimt zum Beispiel, ja, der wirkt blutzuckersenkend. Also wenn ich einen Apfelkuchen mit Zimt esse, das ist natürlich viel besser wie ein Apfelkuchen ohne Zimt. Beim Kurkuma ist es so, da sagen viele Leute, der wirkt sogar etwas präventiv in der Krebsvorsorge, ja. Der Koriander ist gut für die Verdauung, also wenn ich mit Blähungen zu kämpfen habe zum Beispiel. Und ganz spannend ist auch die Chili. Ja? Die Chili, die hat die Fähigkeit, unseren Dopaminspiegel zu erhöhen. Und Dopamin, das ist ein Hormon und das lässt uns so richtig motiviert und zielfokussiert sein. Und darüber hinaus regt es auch noch ein bisschen die Fettverbrennung an. Genauso wie der Ingwer. Ingwer habe ich euch auch mitgebracht. Wenn ihr zum Beispiel eine Abnehmkur macht oder eine Diät und ihr gebt euch ein paar Scheiben Ingwer in heißes Wasser, dann geht halt alles ein bisschen flotter. Na und die Asiaten, die verwenden Gewürze besonders oft in Curries und fertigen ausgewürzten Currypasten an. Ja, und so eine Currypaste machen wir uns jetzt einfach mal selber. Ja, das meiste, was wir brauchen, haben wir auch schon da. Und eine Reihe von trockenen Gewürzen. Und die Gewürze, wenn die trockenen Gewürze, die sollte man vorher einfach ein bisschen anrösten. Wir haben das jetzt hier nicht gemacht, aber für euch wäre es ein guter Tipp. Solche Gewürze einfach in der Pfanne, gern bei ganz leichter Hitze anrösten. Es kommt rein als erstes Kurkuma. Immer so ein Teelöffel in etwa. So ein halber bis ein Teelöffel. Kreuzkümmel. Ein bisschen weniger vielleicht, das war ein bisschen viel. Ein paar Körnchen Koriandersamen, da brauchen wir nur weniger. Ochsenkäse. Wenn man den Bockshornklee riecht, dann merkt man, dass der in jedem Curry drin ist. So, dann ein oder zwei Nelken. So, dann ein bisschen Zimt. Wie gesagt, von gutem Blutzucker. Ups. Ja, ein bisschen mehr. So, dann geht es schon an die etwas feuchteren Gewürze. Knoblauch, klein gehackt oder gerieben. Dann ganz klein gehacktes Zitronengras. Dann Ingwer. Dann Chili, entweder klein geschnitten oder einfach so ein bisschen Chili-Paste. Dann ein bisschen Koriander. Wie immer gilt auch da, wer keinen Koriander mag, lässt ihn einfach weg. So, das haben wir glaube ich schon. Ah, genau, Vanilleschote. Da wäre es natürlich wirklich gut, wenn wir so eine frische Vanilleschote bekommen. Und da holen wir uns in etwa von der halben Schote das Mark hier raus. Das geht ganz schön. Das kommt mit rein. So, dann nehmen wir ein bisschen Kokosöl. Ja, das schaut dann etwa so aus. Das wird im Kühlschrank total hart. So, feuchter. Und ich mache es ja gerne so, dass ich auch ein bisschen Kokosmilch gleich mit dazu gebe. Schlicht und einfach deshalb, weil man sich beim Mörsern einfach ein bisschen leichter tut. Und da braucht es jetzt gute Muckis, da geht es am besten in den Vita Club, dann trainiert es ein bisschen. Und jetzt könnt ihr anfangen zu mörsern. Naja, und das dauert jetzt eine Zeit lang. Mörserziehen. Richtig schön die Gewürze zermahlen werden. Eigentlich braucht ihr kein Salz dafür, aber wenn ihr das haltbar machen möchtet, das heißt, wenn ihr es im Kühlschrank eine Zeit lang aufheben wollt, dann nehmt ihr einfach auch noch ein bisschen Salz dazu. Dann würde ich aber die Kokosmilch nicht dazu geben, sondern erst dann später. So, für was kann ich das jetzt verwenden? Ich kann es hernehmen, entweder um mit Kokosmilch aufzugießen und mir ein richtiges Curry zu machen. Ich kann es verwenden als Marinade beim Grillen, zum Beispiel für den Fisch oder für Hühnerfleisch oder einfach auch ein bisschen verfeinernd in mein Wokgericht rein. Also es gibt viele Einsatzmöglichkeiten und ich muss es natürlich wie immer kosten. Ich muss weitermörsern. Weitermörsern, bis alles gut verteilt ist. Sehr gut. Bisschen viel Bockshornkleesamen, aber passt schon. Ach ja, übrigens, Kochen hat ja so viel mit Leidenschaft und Rumexperimentieren zu tun. Einfach ausprobieren. Und wenn ihr irgendwas nicht habt zu Hause, egal,
lass das einfach weg. Es kann nichts passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, dass ihr ein bisschen was wegschüttet. Also, nur Mut und mit Spaß ran in die Küche.